Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hier ist das Kapitel 2 von dem Bogenbau-Tutorial für Anfänger. Es geht heute um die Holzernte. Als erstes möchte ich euch einmal die Werkzeuge vorstellen, beziehungsweise das Werkzeug, was ich in diesem Video verwenden werde. Und das ist eine kleine Astsäge. Die kann man eigentlich ganz gut bei Discountern kaufen. Die habe ich jetzt insgesamt für 2,99 Euro von Lidl gekauft. Die gibt es aber auch manchmal bei Aldi oder Real im Angebot. Da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Die kommen so ein bis zweimal im Jahr, meistens im Frühjahr eben. Die war jetzt letzten Montag im Angebot und davon habe ich mir direkt zwei geholt. Wo wir uns hier gerade befinden, das ist mein ganz persönliches Haseltraumgebiet. Hier geht es 100 Meter rein. Hier wachsen für mich die schönsten Haseln. Das habe ich mal beim Wandern und Bogenschießen entdeckt. Teilweise wirklich sehr urige Sachen mit viel Moos drüber, aber auch kerzengerade Jungtriebe, die bis zu 10 Meter in den Himmel ragen und kerzengerade und astfrei sind. Also perfekt für den Bogenbau zu gebrauchen. Abgeklärt mit dem Besitzer habe ich das auch schon. Den habe ich direkt danach angehauen und habe gesagt, pass mal auf, wie sieht das aus? Ich baue Bögen, das habe ich gerade in der Hand, damit habe ich eben geschossen. Guck mal, wie schön der ist. Könnte man da nicht was machen? Und der hat auch gar nicht lange mit sich reden lassen. Der hat sofort gesagt, hier gar kein Problem, 1, 2 kannst du dir immer mal wieder abmachen. Und seitdem komme ich 1, 2 Mal im Jahr hier hin und gucke, was so Neues gewachsen ist. Wenn ihr jetzt in Deutschland auf der Suche nach Haselnuss seid, dann kann ich euch beruhigen, denn Haselnuss wächst in ganz Deutschland. Ob ihr jetzt hoch im Norden seid oder ganz unten am Alpenrand, ihr werdet überall Haselnuss finden. Bevorzugt wächst Haselnuss dabei an Waldrändern, denn Haselnuss ist eine Pflanze, die braucht sehr viel Licht. Das heißt, mitten im Wald gedeiht sie nicht so gut wie am Waldrand. Des Weiteren werdet ihr Haselnuss besonders häufig in Feldhecken finden. Das sind Abgrenzungshecken zwischen einzelnen Feldgebieten. Wo ihr sie auch noch häufig antreffen werdet, sind Straßen aller Art, als Randbepflanzung quasi, und genauso gut an Bahnstrecken. Hier wird auch relativ viel Hasel an der Seite der Bahnstrecke stehen gelassen. Das kann man dann aus dem Zug immer relativ schön bewundern. Man kommt nicht dran, aber man fährt schön dran vorbei. Okay. Wo ihr natürlich auch noch Haselnuss finden könnt, das sind Parkanlagen aller Art. Hier wächst Haselnuss als Ziergehölz und ihr könnt da den Parkwächter fragen, denn im Frühjahr und im Herbst wird meistens der Bestand etwas ausgelichtet. Hier können dann 1, 2 Haseläste für euch abfallen. Immer nett fragen, höflich bleiben, habe ich ja letztes Mal schon erklärt. Darüber hinaus natürlich noch zu erwähnen, die ganzen Privatgärten. Hier wächst auch noch relativ viel Haselnuss. Klingeln, nett fragen. Bevorzugt natürlich im Herbst und im Frühjahr, wo ein bisschen zurückgeschnitten wird. Und mit Nettigkeit, wie gesagt, erreicht man da sehr viel. Einige von euch hatten mich ja schon in den Kommentaren gefragt, wie man denn Haselnuss im Winter am besten erkennt. Ich habe mir dazu natürlich einige Gedanken gemacht. Im Sommer ist das Ganze anhand der Blätter natürlich relativ einfach. Ich hatte auch schon gesagt, man kann gut und gerne mal bei Wikipedia oder anderen Baumbestimmungsseiten gucken, wie denn Haselnuss nun aussieht, wie die Blätter aussehen, wie die Rinde aussieht. Im Winter ist das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger, da gar keine Blätter vorhanden sind. Aber, und das ist das Wichtige, im Winter sind die Fruchtstände der Hasel schon voll ausgebildet und die haben eine charakteristische gelblich-grüne Farbe und die kann man auch gut und gerne schon von relativ weiter Entfernung erkennen. Und in diesem Beispiel hier zum Beispiel seht ihr, dass hier vorne 2 Haselnussbüsche wachsen. Die haben eine relativ gelb-bräunliche Färbung von weit weg. Dahinter auf der linken Seite steht eine Weide, die ist deutlich gelber und die stechen aus der Landschaft einfach ein bisschen heraus. Und wenn man jetzt im Auto sitzt und ein bisschen in der Gegend herumguckt, nicht als Fahrer natürlich, dann kann man Haselnuss so schon ganz gut auf 1, 2 Kilometer erkennen und sagen, okay, da hinten wächst was und da hinten wächst nichts. An diesem Wald hier zum Beispiel kann man schon ganz gut erkennen, da wächst eigentlich relativ wenig Haselnuss, da ist die Gelbfärbung relativ gering. Hier im Gegensatz dazu, wo ich mich jetzt gerade auch drin befinde, das ist ein Gebiet, was relativ goldgelb-bräunlich leuchtet und so kann man von weit weg eigentlich schon erkennen, hier wächst Haselnuss. Darüber hinaus könnt ihr Haselnuss eigentlich noch relativ leicht an seiner Wuchsform erkennen. Ich hatte ja schon gesagt, Haselnuss bildet relativ lange Wassertriebe aus, die gen Himmel sich erstrecken und so versuchen, mehr Sonnenlicht einzufangen, denn Haselnuss, wie ich auch erläuterte, ist ja eine Pflanze, die relativ viel Sonne braucht. Das heißt, wenn ihr vor einem Haselnuss steht, dann erkennt ihr ihn meistens daran, dass er relativ viele lange Triebe nach oben schickt, um so die Krone der anderen Bäume drumherum zu durchbrechen und an mehr Licht heranzukommen. In einzelner Wuchsform sieht das Ganze dann so aus wie hier. Wir haben einen Busch, der unten im Durchmesser vielleicht 1,50 Meter hat, aber nach oben hin so gute 10, 12 Meter nach oben ragt und ganz viele relativ lange gerade Äste ausbildet.
Kommen wir nun einmal zu der Frage, die euch allen ganz sicher schon heftig unter den Nägeln brennt. Und zwar, welche Abmessungen sollte jetzt eigentlich mein Haselnussast haben, damit er perfekt für den Einstieg in den traditionellen Bogenbau geeignet ist? Hier um mich drum herum stehen einige Haselnussäste, die wirklich kolossale Ausmaße haben. Die sind teilweise dicker als 20 cm. Das ist für den Anfang viel zu viel, denn ihr wollt ja einigermaßen schnell und zügig zum Erfolg kommen. Und so große Stammdurchmesser und so große Stämme haben immer den Nachteil, dass sie auch relativ lange zum Trocknen brauchen. Und deswegen empfehle ich euch, am besten Stämme zu nehmen, die Durchmesser haben 5 bis 10 cm und eine Länge von 180 bis 200 cm. Die 200 cm sind natürlich ein bisschen übertrieben, aber besser am Ende ein bisschen was abschneiden, weil da sich ein Riss gebildet hat, als keinen Platz mehr am Ende zu haben und einen neuen Ast suchen zu müssen. Wichtig ist auch, dass ihr den Durchmesser, den ich eben genannt habe, nicht an der Stammbasis unten messt, sondern eben an der oberen Seite, denn hier können die Unterschiede in der Dicke schon manchmal 2 bis 3 cm betragen, und wenn ihr einen Stamm absägt, der unten 5 cm hatte, hat er vielleicht in 2 Meter noch 3 cm, und das wiederum wird dann relativ knapp für den Bogenbau. Deswegen immer darauf achten, unten lieber ein bisschen mehr, damit oben mindestens 5 cm vorhanden sind. Worauf ihr bei der Auswahl eines Haselnussastes natürlich auch achten solltet, ist, dass der einigermaßen gerade in den Himmel hineinwächst. Der sollte maximal so ein paar kleine leichte Wellen haben. Nicht so wie bei diesem Haselnuss hier, wo die meisten Äste eh viel zu dick sind und auch relativ krumm in den Himmel hineinwachsen. Ich empfehle euch für den Anfang, hatte ich eben schon gesagt, Äste, die im Durchmesser 5 bis 10 cm dick sind, gerade in den Himmel hineinwachsen, sogenannte Wassertriebe, die vielleicht 5 bis 6 Jahre alt sind. An dieser Stelle möchte ich noch ein, zwei Worte zum Thema Drehwuchs verlieren, denn Haselnuss ist leider ein Holz, was zu relativ starkem Drehwuchs neigt. Dummerweise, und das ist das wirklich Ärgerliche daran, kann man den Drehwuchs von außen meistens nur relativ schlecht erkennen, und so kommt er erst wirklich zum Vorschein, wenn man den Stamm spaltet oder mit dem Ziehmesser Späne aus einer Stelle rausreißt, wo eigentlich gar keine Späne herausreißen dürften. Um das Thema Drehwuchs noch einmal etwas genauer zu erklären, habe ich mich einmal in die Küche begeben und eine Handvoll Spaghetti entwendet. An diesem Spaghettibündel kann man ganz gut sehen, was Drehwuchs überhaupt ist. In diesem Fall hier liegen die einzelnen Spaghetti schön parallel nebeneinander. Würde man nun dieses Bündel Spaghetti spalten wollen, so erhielte man zwei Hälften, die schön gerade verlaufen. In diesem Fall hingegen habe ich das Spaghettibündel tordiert, also ineinander verdreht. Wenn man nun versucht, dieses Bündel zu spalten, käme am Ende eine Spirale heraus. Und genau so verhält sich das auch bei einem Baumstamm. Der Drehwuchs tritt aufgrund verschiedener Faktoren auf, wie zum Beispiel durch ständige Windbelastung, durch Wuchs in Hanglage oder auch durch genetische Veranlagung. Bei diesem Schmetterlingsflieder hier zum Beispiel ist der Drehwuchs enorm und von außen schon recht gut zu erkennen. Da ich bei Hasel aber unabhängig vom Standort Drehwuchs feststellen musste, gehe ich davon aus, dass die gemeine Hasel von Natur aus zum Drehwuchs neigt. Der Drehwuchs ist dabei meiner Erfahrung nach besonders bei älteren Stämmen sehr ausgeprägt. Bei den jüngeren Stämmen hingegen hat man gute Chancen, dass sich der Drehwuchs in Grenzen hält. Was hat nun aber der Drehwuchs für eine Auswirkung auf unseren späteren Bogen? Schauen wir uns hierzu einmal zwei unterschiedliche Wurfarmabschnitte an. Beide Grafiken zeigen den Bogen vom Rücken aus. Da der Rücken beim Spannen des Bogens ja auseinandergezogen wird, ist es am besten, wenn auch die Holzfasern längs zur Zugrichtung liegen. Bei einem drehwüchsigen Stamm liegen die Holzfasern aber leicht schräg. Daher ist der Bogenrücken nicht mehr so zugstark wie bei längsliegenden Holzfasern. Was die gesamte Sache jetzt allerdings wieder rettet, ist, dass man aus Haselnuss trotz Drehwuchs einigermaßen gut Bögen bauen kann. Der Drehwuchs kann bis 20-30 Grad betragen. Geübte Bogenbauer schaffen es auch noch, aus 45 Grad Drehwuchs einen guten Haselnussbogen zu bauen. Und das sollte euch allen eigentlich Hoffnung geben. Bis 20-30 Grad Drehwuchs ist alles okay. Da ich den Stamm aber mit euch sowieso nicht spalten möchte, sondern mit dem Ziehmesser bearbeiten möchte, wird das Ganze ein kleineres Thema sein. Wenn es dazu kommt, dass einer wirklich starken Drehwuchs in seinem Haselnussast hat, dann wird eben mit der Raspel weitergearbeitet, damit keine unnötigen Späne herausgezogen werden. Bevor wir nun gleich gemeinsam einen Haselnussast abschneiden werden, möchte ich nochmal einen kleinen moralischen Appell an euch loswerden. Es geht mir darin darum, dass der Haselnuss genauso wie jede andere Pflanze und jeder andere Baum einen lebenden Organismus darstellt. Wenn wir Bogenbauer oder ihr Bogenbauneulinge jetzt durch die Natur rennt und irgendwo einen Haselnussast abschneidet, von einem Haselnuss, dann schadet ihr natürlich diesem lebenden Organismus damit. Ich möchte jetzt hier auf keinen Fall den großen Moralapostel spielen, damit muss jeder so ein bisschen selber klarkommen. Wenn man von einem Haselnuss einen Ast abschneidet, dann ist das logisch, dass man damit der Pflanze schadet. Man muss aber auch sagen, Haselnuss ist eine relativ robuste Pflanze und die verträgt das eigentlich relativ gut, ebenso wie zum Beispiel Holunder.
Ich möchte eigentlich mehr so auf das große Ganze verweisen. Ich möchte nicht, dass ihr in der Natur Müll liegen lasst, wie es zum Beispiel hier vorne vor mir der Fall ist. Ich möchte nicht, dass ihr euch zu laut in der Natur bewegt, die ganzen Tiere stört. Verhaltet euch einfach ein bisschen respektvoll. Ich sehe gerade, da oben kommen auch schon die Wildgänse langsam aus Richtung Süden wieder. Das ist eine wunderbare Sache. Macht ein bisschen die Augen auf, saugt das Ganze ein bisschen in euch auf, wenn ihr draußen in der Natur seid und habt einfach ein bisschen Spaß, genießt das Ganze, aber haltet den Ball flach und benehmt euch nicht daneben. So, nach einigem Umherschauen hier in diesem wunderbaren Haseldickicht habe ich mich für einen Haselnussast entschieden, und zwar ist das hier dieser Wassertrieb. Und der sieht wirklich relativ gut aus, sehr schön gerade, hat den richtigen Durchmesser. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fellvorgang. Beim Fällen kommt es als allererstes mal darauf an, dass ihr möglichst viel Sicherheit in die gesamte Sache reinbringt. Das heißt, so Sachen, die euch stören, wie zum Beispiel diese Totäste, die hier rumhängen, die kann man alle schon mal ein bisschen beiseite tun. Dann kann man sich schon mal im Kopf überlegen, in welche Richtung denn der Haselnuss kippen wird, wenn er denn dann umfällt. Nicht, dass da dummerweise euer kleiner Bruder, eure kleine Schwester in der Schneise drum steht und die dann am Ende eine auf die Glocke bekommen. Das wäre ziemlich blöd. Was natürlich ebenso wichtig ist, ist, dass man ordentlich auf dem Boden steht und nicht irgendwie so halb in einem Ast drin hängt und dann irgendwo so auf Zehenspitzen hängend irgendwo rumsägt. Denn das kann ganz schnell schief gehen und am Ende habt ihr irgendwo einen Schnitt im Finger und das kann wirklich ziemlich böse enden. Denn ihr müsst wissen, diese Sägen sind wirklich... Wenn sie neu sind, sind sie verdammt scharf. Das nimmt natürlich irgendwann wieder ab, aber also zum Holzsägen wirklich, diese kleinen Dinger sind kleine Saubiester. Die machen ordentlich was weg. Dann legen wir mal los. Wenn man nun einen Ast von einem Haselstrauch abschneiden möchte, darauf habe ich ja eben schon einmal hingewiesen, achtet bitte zuerst auf eure Sicherheit. Auch wenn es sich nur um einen kleinen Ast und keinen ganzen Baum handelt, solltet ihr dennoch mit dem nötigen Respekt an die Sache herangehen. Auch ein 5 cm Haselast kann beim Fallen gefährlich werden. Zuallererst solltet ihr herausfinden, in welche Richtung der Haselast am Ende fallen wird. Bei diesem Beispiel hier ist das einigermaßen klar. Der Ast wird nach links fallen. Der blaue Pfeil auf dieser Grafik zeigt die Richtung der Schwerkraft an. Damit die Säge nicht durch das Gewicht des Holzes eingeklemmt wird, wird der eigentliche Fellschnitt von rechts erfolgen. Man beginnt daher auf der Druckseite des Stämmchens damit, einen Einschnitt vorzunehmen. Ansonsten würde der Haselast am Ende möglicherweise abbrechen und einreißen. Das wollen wir verhindern. Zuerst erfolgt also der Schnitt auf der Druckseite bis maximal ein Drittel der Gesamtdicke. Im Anschluss dann der Fellschnitt von rechts. Wenn ihr euren Haselnussast geschnitten habt, zieht bitte den Ast komplett herunter und lasst keine Äste in der Krone zurück. Nun wird der Teil des Haselastes herausgeschnitten, den man verwerten will. Die Länge sollte dabei ungefähr 2 Meter betragen. Wer keinen Zollstock dabei hat und nicht gut im Schätzen ist, kann sich wie ich einfach daneben legen und so die 200 cm abstecken. Der Rest, der von eurer Fellaktion übrig bleibt, wird natürlich nicht einfach so liegen gelassen, sondern kleingeschnitten und als kleiner Haufen zurückgelassen. Falls ihr einen Ast in Erdnähe absägen wollt, so tut dies bitte auch so nah wie möglich über dem Boden. Kniehohe Baumstümpfe sind keine schöne Sache. Gut, am Ende meiner Sägeeinheit habe ich diesen schönen stattlichen Haselnussast hier. Der hat unten zwar einen kleinen Knick, aber das macht nicht viel. Der ist einigermaßen gerade, hat auch einen schönen Durchmesser. Die Länge passt auch, die ist natürlich noch ein bisschen zu lang, aber das kürzen wir alles später noch ein. Denkt bitte dran, wie ich das eben gesagt habe, die ganzen Reste klein zu schneiden und auf den Boden auf den Haufen zu legen, dass das Ganze schön verrotten kann. Die Krone bitte unter keinen Umständen oben in den Bäumen lassen, sondern schön mit runterziehen und auch klein machen. Ist jetzt nun mal nicht so gelaufen, dass ich einen Stumpf habe, der kniehoch abgeschnitten werden könnte. Das kann ich nun nicht anders machen. Wenn ihr aber irgendeinen Ast irgendwie erdnah absägt, wie zum Beispiel den hier, dann sägt ihn bitte hier unten ab, anstatt diesen Stumpf hier dann stehen zu lassen. Das ist auch eine relativ unschöne Sache. Da kann man sich böse dran verletzen, wenn man irgendwie drauf fällt. Ja, so viel von mir. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr kommt auch zum Erfolg. Und weiter geht es dann im nächsten Kapitel.